So, mein letztes Mario Kart Video ist jetzt nun online. Jedoch habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich insgesamt von meinem Hauptkanal als auch von meinem zweiten Kanal irgendwie zu viele Mario Kart Videos veröffentlicht habe. Jedoch, heute habe ich irgendwie auf jeden Fall Lust auf Mario Kart. Das einzige Mario Kart, worauf ich jetzt richtig Lust habe, ist... Mario Kart 3! Mein Kindheits-Mario Kart. Es ist wirklich wahr, Leute. Heute spiele ich Mario Kart Wii. Aber alleine, das ist eben das eine Schlechte daran. Ich muss auch ehrlich sagen, Mario Kart Wii war mein allererstes Mario Kart Spiel, als auch überhaupt irgendetwas von Mario. Und dazu noch, also mit Wii Sports, mein allererstes Wii Spiel. In meiner Kindheit habe ich es einfach furchtbar geliebt. Ich konnte einfach meistens nicht aufhören. Trotzdem war ich aber auch teils sauer, weil irgendetwas in meinem Weg war. Also ich meine halt, also ich konnte halt nicht alle Grand Prix damals gewinnen, aber ich spiele es ja heute auf der Wii U, das heißt andere Speicherdatei. Heute habe ich geplant Versus-Rennen, nämlich damit es extrem lange ist, und folgende Regeln. Nämlich Motorklasse 500 cc, Computer schwer, Fahrzeuge alle, Kurs zufällig, Items furios und Rennen insgesamt 10. Na gut, nach langer Entscheidung nehme ich die Windschnitte. Aber jetzt! Weniger Gerede, jetzt starten wir. Ich spiele übrigens mit dem Lenkrad. Nein! Nein! Ich hasse diese Strecke so sehr! Ich hasse sie! Ich habe sie als kleines Kind so gehasst! Nein! Oh, okay. Erste Strecke im Mario Kart Wii. Das Sorbetland aus 19... Ich habe die damals. Ach, scheiß Gelenkschlaufe. Ich habe die damals so ge. Ich habe die damals einfach so gehasst, weil jedes Mal entweder diese scheiß Pinguine oder dieses scheiß Ausrutschen, da bin ich immer gegen einen Berg oder also gegen den Berg. Da! Zum Beispiel jetzt! Das ist einfach so dermaßen scheiße! Was soll das? Wieso musste ausgerechnet das als erste. Nein! Oh. Oh Gott, oh Gott! Verschwinde! Zweiter! Okay, komm! Riese! Offen! Komm schon! Ich mach diese kleine Plop. So! Gern geschehen! Alter, da drüben ist der Fettsack, Mann! Jetzt hab ich's gleich! Alter, jetzt habe ich es gleich. Niemand kann mich jetzt aufhalten. Alter, habt ihr es gerade gesehen? Ich habe es in Absicht gemacht, so extra. Und dann ist er fast runtergefallen. Als nächstes Peach Beach von Mario Kart Double Dash. Das habe ich übrigens auch. Wenn ihr davon auch ein Video sehen wollt, das möglicherweise nicht funktionieren kann, dann stimmt auf jeden Fall in der Infobox, aber auch immer sie jetzt gerade ist. Kommt schon. Alter, was ist hier mit den Anfang immer los? Oh, die Viecher. Die hasse ich auch. So. Schon direkt auf dem zweiten wieder. Jetzt gegen Baby Luigi. Okay, das ist ein bisschen Bombenprick. Nein! Oh, dieser kleine. Oh, Mann! Nein. Okay, ich bin froh. Was soll das? Oh nein. Kannst du. Nein! Komm schon! Schnell! Alter, komm, komm! Also erster kann ich nicht werden, aber vielleicht einen besseren Platz. Nein! Nein, lass das! Wieso holt ihr mich ein? Nein, was soll das?
Jetzt weiß ich noch, wie ich mich als kleines Kind gefühlt habe. Genauso wie jetzt. Die dritte Streckung. Die dritte Strecke ist Bowsers Festung 3 aus dem Game Boy Advance. Das ist auch eins der Strecken, die ich überhaupt nicht mochte. Wann kommt mal eine Strecke, die ich mag? Nein! Karma! Ein Riese! Nein, der hat mich trotzdem erwischt! Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass sie schneller ist? Bowsers Festung ist eins der Strecken, die ich auch übelst gehasst habe. Alter! Immer diese scheiß Riesen, dabei bin ich 1,90 groß. Oh, okay, doch nicht. Yippie! Alter, kann ich hier Erster werden? Leute, kann ich jetzt hier Erster werden? Bitte! Bitte, ich führe euch an! Ja! Yes! Geil! Ich bin im Bowsers Festung Erster! Zunächst Marios Piste aus GameCube. Nicht schon wieder. Okay, ich hab's diesmal zum Glück noch gedrückt. Dachtet ihr, weil ich werde extra dafür stehen bleiben? Also für die Items bleibe ich gerne stehen. Bei Double Dash ist es natürlich ehrlich gesagt viel schlimmer, sage ich jetzt mal. Weil, also nicht, dass ich jetzt Erster bin, sondern weil es liegt halt daran, dass, sie sagen, man theoretisch da auf Eis fährt. Das ist halt echt wahr. Es gibt zwar auch ein Sorbetland, das jetzt in Mario Kart 8 Deluxe natürlich jeder kennt, aber es liegt auch daran, selbst wenn man nicht in einer Eisstrecke ist, dass man trotzdem einfach auf Eis fährt. Da bin ich ja auch mal Erster gewesen und bin ich auch somit nicht mehr. Ja, komm! Alter, kann es doch was werden? Ja! Yes! Staubtrockene Wüste. Die Mario Kart Wii Version. Auch eine schlimme Strecke. Aber nicht so schlimm wie Bowsers Festung. Oder noch schlimmer. Es wäre halt später Betrug, wenn Dings auftaucht. Wenn Regenbogen-Bullibart auftaucht. Ich habe mir einfach meine Items geklaut. Jetzt schöne Konzentration. Konzentration. Alter! Zweiter! Vielleicht Zweiter! Bitte! Verschwinde, Yoshi! Ja, Zweiter! Alter! Hey, da bin ich! Nicht! Luigi's Piste. Das war eine Strecke, die eigentlich okay war. Die Musik war auch in Ordnung. Die Strecke allgemein war in Ordnung. Jetzt sind nur noch die Items und die Gegner das Problem. Mario Kart ist Leben. Ah, Mist. Kann ich hier Erster werden? Alter, es kann doch was werden. Es kann echt was werden. Yes. Was mache ich? Die Strecke war Luigi Arena, ist die nächste. Die war in Ordnung. Oh nein. Ja. Yes, einfach einem kleinen Kind geben. Ich darf jetzt halt in den letzten Runden bloß nicht verkacken. Nein!
Alter, der hat mich einfach meine Seite angegriffen. Bitte kommt ein blauer Panzer. Ja, wird nichts. Dann nur noch 10 Zweitplatzierten. Komm. Zweiter ist okay. Wer kennt nicht diese aktuelle Strecke? Yoshis Kaskaden. Wer kennt sie bitte nicht? Shit. Das war ja auf dem Nintendo DS. Und... Alter, an diese Strecke kann ich mich so hart noch erinnern, weil die einfach voll klein ist. Aber noch kleiner ist Baby Park. Alter, nein! Wieder erster, Leute! Mamma mia! Das heißt, also ich darf jetzt bloß nicht letzter werden, dann kriege ich eben gar keine Punkte, glaube ich. Aber ich muss jetzt auch nicht erst... Habe ich es gerade richtig gesehen? Die letzte Runde ist Blätterwelt! Die Strecke mag ich! Die Musik ist auch übelst geil! Bis auf das. Ey, fühlt ihr es mit? Diese Musik ist einfach übelst geil! Auch noch das als letzte Strecke! Das ist einfach... Es war so unwahrscheinlich, ich habe erst so gedacht, ja okay, vielleicht kommt doch noch die scheiß Regenbogen Boulevard. Oder es kommt um die, keine Ahnung, Varius Goldmine, Peachloch. Oder sogar die, den Einkaufscenter, wie auch immer der hieß. Aber, das war's nicht. Es kommt stattdessen einfach eiskalt der Blätterwald. Wow. Alter, war das knapp. Yes, erster. Im Blätterwald! Eins meiner Lieblingsstrecken! Yes! Leute! Das war's mit dem Video! Lasst Like da! Abo da! Glocke aktivieren! Meinetwegen auch Feedback! Auf Wiedersehen, ich geh feiern! Falsche Richtung übrigens! Lasst alle bitte ein 18er und ein Like da!